Junger Vater. Okay, Freunde der Sonne. Hatte ich den Bogen rausgeholt? Ich glaube schon. Alter! Ich hab dich getroffen! Kipp um! Super! Hat sie den Bogen weggesteckt? Ja, ja, geh weg. Verstaubtes Handgelenk, das ist das Problem, ne? So, komm her, mein Freund. Den muss ich schießen. Habe ich gar keine andere Wahl. Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von The Long Dark. Jawohl, das ist es. Ja. Was denn da passiert gestern? Mensch, Klaus. Ich habe gestern in der gestrigen Folge ja irgendwie so großartig erzählt, dass so ein paar Veränderungen anstehen und dass ich so ein paar Überlegungen habe. Und das hat, glaube ich, bei euch ein bisschen zu Irritation geführt, sodass ein paar Kommentare entstanden sind, die in eine Richtung gingen, die ich eigentlich überhaupt nicht wollte. Ich wollte eigentlich nur so eure Meinung einholen zu den Eindrücken, die ich versucht habe zu vermitteln, was The Long Dark betrifft. Und ja, um es einfach kurz zu sagen, es ist überhaupt keine Überlegung vorhanden, The Long Dark einzustellen. Ich habe ja gesagt, ich möchte ein bisschen mir ein bisschen mehr Zeit freischaufeln, um ja auch mal ein paar andere Sachen noch auf den Kanal zu bringen, und habe ja gesagt, okay, ich werde mich aus Terra zurückziehen, Street Fighter wird es so nicht mehr geben, Skyrim wird erstmal mindestens pausieren, und ja, die Überlegung ging dahin zu gucken, okay, was habe ich mit der freigeschaufelten Zeit von den Sachen, die jetzt schon beschlossen sind, was habe ich dadurch gewonnen, reicht mir das an Zeit? Und der Zusammenhang mit The Long Dark war eigentlich so entstanden, dass ich vor ein paar Tagen mit der Zanzara irgendwie über YouTube halt gesprochen habe und wir eigentlich so der Meinung waren, dass The Long Dark aktuell so ein gefühltes Tief erreicht hat. Also ne, die Views sind ein bisschen zurückgegangen und sowas, aber es gab überhaupt keine Überlegung aus meiner Richtung zu sagen, so, ich stelle jetzt The Long Dark ein. Die Überlegung geht dahin, meine Frau hatte das gestern nochmal kommentiert, zu sagen, ist es vielleicht ein bisschen überreizt gerade? Macht es Sinn, vielleicht The Long Dark ein bisschen zu reduzieren, um die Spannung bei euch quasi aufrecht zu erhalten und halt nicht einfach jeden Tag eine Folge rauszuhauen? Aber soweit sind meine Überlegungen noch gar nicht abgeschlossen. Das wird mit The Long Dark jetzt erstmal so weitergehen wie bisher auch. Das heißt, es kommt täglich eine Folge und ich werde jetzt erstmal die nächsten 2-3 Wochen schauen, wie sich die Reduktion der anderen Sachen auf meinen Tagesablauf auswirkt. Wie ich damit zurechtkomme, dass ich einfach mir ein bisschen mehr Zeit freigeschaufelt habe und ob das dann alles ein bisschen stressfreier und ein bisschen mehr ohne Druck funktioniert. Das war die Überlegung. Also alle kurz mal ein bisschen aufatmen. Der Klaus wird weiter The Long Dark spielen und auch erstmal so wie bisher auch. Nein, ich wünsche mir viel Spaß und Freude. Ja, Schubladen leer und Bob ist irgendwie immer noch nicht wieder da. Das finde ich seltsam, ja. Ich danke euch auf jeden Fall allen für die wirklich zahlreichen Kommentare unter dem gestrigen Video. Und falls ich da für Irritationen gesorgt haben sollte, was ich auf jeden Fall gemacht habe, dann kann ich mich dafür nur entschuldigen. Also das sollte keine Verwirrung stiften. Und an Hopselhopser. Heute ist meine Zunge verknotet. An Hoppelhopser möchte ich noch mal ganz kurz sagen, das tut mir so leid. Sowas würde ich doch nie machen. Hoppelhopser weiß, worum es geht. Da hat YouTube mal wieder im richtigen Moment die falschen Sachen gemacht. Und das hat dazu geführt, dass ich mit Hoppelhopser gestern kurz mal über private Nachrichten ein bisschen mich unterhalten habe. Punkt. So, ja, und wie das immer so ist, nur pünktlich zur The Long Dark Aufnahme bellt der Hund im Hintergrund. So muss das sein. Okay, also, dann, wir spielen einfach mal weiter, ne, würde ich sagen. In der letzten Folge haben wir ja
wie vermutlich im Vorspann gesehen, ein bisschen gekämpft mit der Situation, dass wir vom Staudamm hier ins Lagerbüro gelaufen sind und währenddessen den ein oder anderen Wolf gefunden haben, der sich dachte, oh, die sieht aber lecker aus. Ja, und das hat dazu geführt, dass wir nicht ganz unbeschadet hier angekommen sind. Das soll uns aber gar nicht irritieren. Uns geht es soweit eigentlich ganz gut und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal raus, denn ich möchte gerne den See draußen mal ablaufen, so die Anglerhütten und die Hütten, die davor stehen. Und ich glaube, ich werde mich dazu durchringen, schnellstmöglich irgendwie einen Bärenschlafsack zu kriegen. Macht das Sinn? Man weiß es nicht. Uns fehlt eigentlich auch noch ein Wolfspelzmantel, ne? Und die Kaninchenpelzfäustlinge. Aber wir schauen erstmal, dass wir hier am See soweit alles mitnehmen. Und ich werde auch jetzt in der Tat die Rohrkolben mitnehmen hier. Und ja, eventuell wird es in naher Zukunft dem einen oder anderen Wolf noch an den Kragen gehen. So, warum ist mein Spielzaun so laut? Man weiß es nicht. So, dann hatte ich ja gestern in der Folge auch noch gesagt, dass ich so viele Folgen von Sansara geguckt habe. Die auch echt sehr unterhaltsam waren. Und ich habe ja dann gestern gesagt, dass mir das alles so viel Spaß gemacht hat, dass ich echt mal Lust hätte, Sansara zu parodieren. Und der Karl hat geschrieben, ja, mach das mal, das wird bestimmt total lustig. Ja, mal überlegen. Ich will der Sansara ja auch nicht auf die Füße treten. Ne? Das ist ja alles sehr, sehr witzig gemeint, wenn ich sowas machen würde. Ah, ja, Sansara ist auch echt schon ein sehr sympathischer Mensch, muss man sagen. Sie spielt jetzt übrigens neuerdings auf Pilger. Sie ist dem Rat mehrerer Zuschauer gefolgt und hat beschlossen, sich jetzt im Pilgerschwierigkeitsgrad ein bisschen mehr Schutz zu suchen und erstmal zu versuchen, die Welten zu erkunden. Die Welten. Und das sieht bisher ganz gut aus, muss ich sagen. Freut mich. Dennoch konnte sie zumindest in den ersten Folgen ihre Schreckhaftigkeit nicht ganz ablegen. Ach ja. Okay, der Wolf ist irgendwie vor uns weggelaufen. Ich hatte eigentlich gedacht, ich könnte nochmal schön frühstücken oder so, aber irgendwie wollte er nicht. Ach so, ich werde diese Folge von The Long Dark dazu benutzen, um ein lang angekündigt, ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ich habe es auf jeden Fall schon mal angekündigt, um ein Video zu machen, was euch ein bisschen näher bringen wird, hoffe ich. Was so ein Let's Play Video an Aufwand und sowas bedeutet. Dazu werde ich diese Folge benutzen. Und ich hoffe mal, dass ich diese Folge dann diese Woche noch fertig kriege und spätestens am Wochenende irgendwie zur Verfügung stellen kann. Ja. In den Kommentaren wurde auch gesagt, ja, reduziere doch The Long Dark und mach stattdessen The Flame in the Flood. Zack. Aber auch da nochmal, ich suche ja jetzt nicht wirklich einen Ersatz für The Long Dark. Sondern ich suche ja. Ich möchte ja zusätzliche Sachen machen. Ne? Also es wird nicht so aussehen, dass ich The Long Dark reduziere und dafür was anderes mache. Also nicht in dem kausalen Zusammenhang. Sondern es wird so aussehen, dass ich The Flame in the Flood wird auf jeden Fall kommen. Ich werde vermutlich erstmal eine angespielt Folge machen, um zu sehen, wie gut das ankommt. Persönlich hatte Lust auf ein Let's Play von The Long Dark, aber von The Long Dark. Von The Flame in the Flood. Aber ich habe total viele Spiele, auf die ich gerade Lust habe, die zu Let's Playen. Aber irgendwie, auch mein Tag hat leider nur 24 Stunden. Das ist blöd. Das ist großer Mist. Aber gut. Das Problem haben ja so ziemlich alle. Wir schauen mal. Also, in dieser Woche, oder ab nächster Woche wird sich das alles ein bisschen besser einpendeln auch.
Und jetzt haben wir natürlich Gegenwind, super. Weil in dieser Woche natürlich noch alles beim Alten bleibt und geblieben ist. Sprich, alles, was ich bisher gemacht habe, wird in dieser Woche auch noch kommen. Und ab nächster Woche wird es dann für mich ein bisschen entspannter werden. Und dann läuft das schon. So. Best be prepared for anything. Yeah. Okay, so. Oh yeah, ein Beil. Hello, Beil. Oh. Schön. Angelzeug. Ein Haken. Dieser Wind, ne? Dieser Wind. Was sagt eigentlich die Temperatur? 5 Grad. Ja, so windig ist es gar nicht, ne? Wobei ich gemerkt habe, dass Wind auch echt nicht so super viel ausmacht. Gucken wir mal. Also wir müssten auf jeden Fall... Ich würde gerne in naher Zukunft den Bunker finden. Ja, das würde ich gerne. Oder mich mal auf die Suche begeben, ob ich den dann letztendlich finden werde. Wird dann wahrscheinlich auch ein bisschen mit Glück verbunden sein. Ich glaube, ich gehe als erstes mal die einfachsten Punkte ab. Also die am leichtesten zu erreichen sind. Ja, meine Freunde der Sonne, ihr steht mir im Weg, ne? Ihr müsst weg. Oh, das sind 3 Stück. Ja. Ich springe jetzt mal gerade kurz in die Anglerhütte da. Ja, komm her, mein Freund. Ja, ich warte nur auf dich. Komm her. Komm. Put. Was ich auch erstaunlich finde, sobald man den Bogen spannt, fängt der Wolf an zu laufen, ne? So, hier, zack. Oh. Gefühlt 0 Grad. Alles klar. Macht nichts, machen wir trotzdem. So, wir werden jetzt vermutlich relativ fix schon überladen sein. So, jetzt zum Beispiel. Aber das soll uns gar nicht irritieren. Wir machen das schon. Beziehungsweise, ich würde wahrscheinlich jetzt erst noch mal kurz zurückgehen zum Lagerbüro. Denn so das Fleisch mit rumtragen ist natürlich relativ ungeschickt. Außerdem könnten wir dann die Pelze schon mal zum Trocknen hinlegen. Ja, Handschuhe, das war jetzt irgendwie nicht so das Highlight. Okay, der hat uns noch nicht wahrgenommen. Da muss ich lang. La. Ja, dann kann ich ja eigentlich auch schon mal ankündigen, dass natürlich nächste Woche Freitag der nächste Livestream ansteht. Ne? Ich gucke gerade mal aufs Uhr, auf den Kalender. Was haben wir denn nächste Woche Freitag? Das müsste der 18. sein. Jawohl, der 18. Freitag, der 18. 18 Uhr findet der nächste Livestream statt. Ne? Kann man schon mal eine Woche vorher ankündigen, oder? Ja. Kann man machen. Ich hoffe, das passt auch bei mir. Also, aller Voraussicht nach findet nächste Woche Freitag am 18. um 18 Uhr der nächste Livestream statt. Was dann auch der letzte vor Weihnachten sein wird. Müsste ich mir eigentlich mal was überlegen, ne? Soll ich ein Mützchen anziehen? So mit einem Klingelglöckchen dran. Könnte man auch machen, ne? Ja. So, wo ich jetzt hier gerade so gemütlich rumlaufe und da vorne den Zedernast sehe, glaube ich, werde ich mir da auch mal ein paar Stücke von abschneiden, von dem Zedernast. Aber ich glaube, ich bringe erstmal das Fleisch in Sicherheit. Denn das Fleisch müssen wir auch irgendwann braten. Und dann, ja. Wäre sinnvoll, wenn wir ein bisschen Holz hätten. Ich glaube, wir haben nämlich in der Tat keins mehr, ne? Zumindest kann ich mich nicht erinnern, vom Staudamm aus Holz mitgebracht zu haben. Deshalb werde ich mir den Zedernast da gleich mal holen. Dann hat er nämlich Gelegenheit, schon mal zu respawnen in der Zeit.
So, wir haben einen kaputten Pfeil. Da müssen wir auch mal gucken. Okay, da habe ich die Strahlschutze hingelegt. Hier ist noch Platz für ein Stück Fleisch. So, den Rest packen wir hier rein. Zack. Perfekt. Ja, und die können wir eigentlich auch schon mal rausschmeißen. So, Werkzeug hatte ich hier hingelegt, ne, weil wir haben ja noch eine zusätzliche Axt gefunden. Ich werde mir jetzt angewöhnen, relativ zeitnah die Sachen immer wegzusortieren. Und auch nach Möglichkeit direkt irgendwo hier hinzulegen. Oh, guck mal, Holz neben dem Kamin. Haha. So, als erstes mal hier wieder die Pelze ablegen und so. Zack, zack. Die Därme. So, den Zunder. Bringe ich, glaube ich, mal nach oben. Den bringe ich mal nach oben. Diesen Zunder. Oh, wo ich gerade singe, da fällt mir ein. Ich bin unvorbereitet. Hoppelhopser. Was wollte ich hier hinbringen? Ach, den Zunder. Hoppelhopser hat sich nämlich ein Lied gewünscht von mir. Ja, ist der Klaus mal wieder unvorbereitet. So, das ist alles okay. Wir könnten den Pfeil mal eben zerlegen. Dann haben wir das auch schon mal erledigt. Dann können wir das nämlich runter in die Werkbank packen. Und ich überlege gerade, dass ich den Haken auch mitnehme in die Werkbank. Und ich glaube, den Stoff auch, oder? Habe ich den Stoff auch in die Werkbank gepackt? Ich weiß es nicht mehr. Oder war das ein anderer Spielstand? Oder ein anderes Spiel? Oder eine andere Dimension? Eine andere Zeitschiene? Man weiß es nicht. So, okay. Habe ich Stoff offensichtlich nicht hier reingepackt. Spielt aber keine Rolle. Den einen Stück Stoff kriegen wir hier auch schon hin. Und das Paket Streichhölzer packe ich hier nochmal rein. So. Oh, stimmt, wir haben noch Handschuhe gefunden. Handschuhe. Handschuhe. Komm, die packen wir oben in den Schrank rein. Ich finde das kacke, dass Bob nicht hier ist. Er hat ja immerhin 15 Kilo Platz. So, guck mal, das sieht doch schon wieder gut aus. Wir haben jetzt noch zwei Pfeile übrig, ne? Jawohl. Zwei Pfeile, das ist okay, damit kommen wir noch ein bisschen aus. Ich hätte lieber gerne noch einen dritten, aber den können wir uns gerade nicht machen. Denn wir haben die Birkenschösslinge im Staudamm gelassen. Das heißt, da müssten wir irgendwann nochmal rüber. Das ist aber so grundsätzlich auch kein Problem. Aber erstmal gehen wir uns da vorne das Zedernholz holen. Solange es hier auch gerade so ruhig und idyllisch ist, finde ich, sollten wir das machen, oder? Ein bisschen Zedernholz wäre auf jeden Fall sinnvoll. Jawohl, machen wir. So, dann haben wir noch ein bisschen Tageslicht. Und ich glaube, ich würde dann quasi hinterm Haus auch nochmal kurz Holz holen gehen. Aber wir müssen in naher Zukunft eh Wasser machen. Ne? Das heißt, ich würde jetzt quasi nicht mehr auf den See gehen, sondern ich würde mir jetzt wirklich erstmal ein bisschen Holz organisieren. Und zwar da vorne, da liegen auch irgendwie immer so 1, 2, 3 Äste. 1, 2 oder 3. Ob hier wirklich richtig steht, seht ihr, wenn der Ast abgeht. Entschuldigt, es ist noch früher morgen. So, da flüchtet irgendwohin ein Hirsch. Oh! Geronimo! Das kann ich natürlich nicht liegen lassen, ne? Hello, my friend. Hirsch dauert länger, ne? Deswegen macht es Sinn, den Wolf zuerst zu nehmen. So, nehmen wir. Zack. Und jetzt schnell den Hirsch. Boah, 9,4 Kilo. Ich fange schon wieder an, Fleisch zu horten, ne? Irgendwas stimmt doch hier nicht. 2 Stunden 5 Minuten. Ja, machen wir auch. Ich weiß, wir haben Hunger, aber... It's getting dark out here. So. Natürlich getting dark out here. Ist ja auch schon spät, aber ich nehme auf jeden Fall noch ein bisschen Holz mit. Und zwar hier auch so einen Stock. Zack. Und den auch. Dann den Zedernast noch.
So, jetzt wird es natürlich relativ fix dunkel. Das macht aber nichts. So, noch hier die Stöcke mitnehmen. Und hier lag da auch noch irgendwo ein Ast. Hier. Da kenne ich nichts. Wir brauchen einfach Holz, ne? Wir haben nicht mehr viel Wasser. Oh, jetzt ist es sehr finster. Und zwar so finster, dass ich mal die Laterne raushole. So, ich weiß, ich bin total überladen, aber jeder Stock bringt 7 Minuten und 3 Stöcke. Damit können wir wieder ein Kilo Fleisch braten. Oh, ernsthaft? Also normalerweise würde ich den jetzt schießen. Ne? Normalerweise würde ich den jetzt schießen. Aber wir werden keine andere Wahl haben, als den zu schießen. Ne? Oh. Okay. Nein, hat er auch noch meiner Kleidung eins mitgegeben. Du dummer Hund, du. Okay. Wo habe ich denn da hingeschossen, Freunde der Sonne? Man weiß es nicht, ne? So, auf jeden Fall. Muss ich jetzt mal meinen Pfeil suchen gehen? Okay, wo immer ich da hingeschossen habe, hingezielt habe. Ich habe auf jeden Fall nur knapp verfehlt. Ja, passiert auch schon mal, ne? Der dummer Wolf da, echt. Dumm wie Brot. Der Wolf. Okay, so. Ich werde hier das Fleisch nochmal einlagern. Was habe ich hier hingetan? Warum habe ich das da hingetan? Ja, komm, ist auch wurscht eigentlich. Ne? Das kann ruhig da bleiben. So, hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9. Oh. Oh. Okay. So. Und schon haben wir wieder ein Platzproblem. Was habe ich hier unten reingepackt? Streichhölzer. Ach, guck mal. Fleisch und Streichhölzer verträgt sich ziemlich gut. So, in einem Schrank. Okay. Ja, jetzt müssten wir quasi hier nochmal die Pelze hinlegen. So. Es wird wieder voll auf der Erde hier, ne? Hier. Rehhaut, Darm, Wolfspelz. Zack. So, sehr schön. So. Ne? Wir haben das ja gelernt. Hier, so. Ablegen. Alles. Guck mal, wie hübsch das aussieht. So Holz mitten im Raum, neben dem Ofen. Mann, Mann, Mann. Wunderschön, wirklich. Wunderschön. Wunderschön. Ach so. Ja, wir müssten jetzt eigentlich was essen, ne? Und ich glaube, ich werde mich jetzt mal ausnahmsweise, weil ich das Fleisch noch nicht braten möchte. Hier was, werde ich mich mal den Rohrkolben widmen. Obwohl die natürlich nicht schlecht werden. Ne? Ist aber egal. Ich werde jetzt hier mal ein bisschen was essen. Und dann müssen wir schlafen. Warte mal. Was haben wir denn hier noch? Klar, wir haben noch Pfirsiche. Moment. Dann brauchen wir nämlich noch gar nicht Rohrkolben. Die werden halt echt nicht schlecht. Ne? Eigentlich möchte ich erstmal Sachen verwenden, die halt ein Ablaufdatum haben. Wie zum Beispiel die Pfirsiche. Guck mal, 28%, die sind super. 100%. Kälte? Die haben keine Kälte. Die Schweinefleisch mit Bohnendose hat Kälte. Man weiß nicht genau, was mir das sagen soll, oder? Okay, wir haben Pfirsiche und einen Schokoriegel. Die werden wir jetzt erstmal essen, bevor wir schlafen gehen. Und dann hoffe ich mal... Ah, das Wasser reicht auch gar nicht, ne? Egal, werden wir schon irgendwie hinkriegen. Ach so, nee, wir essen ja Pfirsiche. Pfirsiche, die geben ja auch ein bisschen Flüssigkeit. Ah doch, dann dürfte das eigentlich passen.
Ja, guck mal, perfekt. Das ist okay. Da kann ich mit leben. So, es müssten ja irgendwie die Hälfte wahrscheinlich trinken wir jetzt davon. Ja, ungefähr, genau. Perfekt. 9 Stunden Dunkelheit. Dann schlafen wir die auch zum Speichern. Ja, und dann soll es das mit dieser Folge schon wieder gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen die Irritation auflösen und die Gemüter ein wenig beruhigen und hoffe, dass alles in Ordnung ist, soweit zwischen euch und mir und uns und mir und allen und so. Ja, und wenn euch das gefallen hat, gerne kommentieren und so weiter und so fort. Däumchen und so. Dann ja, sehen wir uns in der nächsten Folge, die natürlich dann schon morgen kommt. Heute ist Donnerstag, noch heute ist Donnerstag, ja. Sehen wir uns dann hoffentlich wieder und dann geht es weiter hier am Rätselsee mit der Erkundung. Bin mir noch nicht ganz sicher. Ich denke mal, wir werden erstmal den See fertig erkunden und uns dann erst auf die Suche nach einem Bunker geben. Ich möchte erstmal ein bisschen so, jetzt wo wir uns im Lagerbüro einrichten, da erstmal ein bisschen Grundausstattung so haben. Ja, und dann werden wir uns dann auf die Suche nach einem Bunker machen. Ja, ansonsten kann ich einfach nur sagen, bis zur nächsten Folge. Tschüss. Winke, winke.